اهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نعرف عن اشخاص اشخاص اي نعم يعني اخذنا يعني مثلا الاسم انا اسمي او er heißt ich heiße الى اخره او das ist ها اخذنا الفاميلينستاند الوضع العائلي كان ها ich bin ledig عزب ich bin verheiratet متزوج ich bin geschieden مطلع ich bin verwitwet ارمل. Okay? Herkunft, Al-Asl, min Anja hier. Wohnort, Al-Madina, wen saken. Al-Adresse, Al-Sharia, Al-Anwan. Okay? Masalan, ich lebe in Frankreich, aber ich wohne in der so und so Straße. Hal abed nan shuf. Uachashi Sprachen, ich spreche, aber er spricht. Okay. Bad nan arif, an hadhi al-ashkhas. وانتو جربوا احكوا معي او قبلي اوكي بس بدي اعرف عن هذه الاشخاص اوكي يلا هيا بنا Das ist meine Schwester. Sie heißt Susanne. Sie ist verheiratet. Sie lebt in Berlin. Sie wohnt in der Müllerstraße 23. Sie spricht Deutsch und Englisch. Okay, فهمت الموضوع. هلا بدنا نكمل مع صديقي أحمد من مصر. Okay? بنشوف. انتو كمان جربوا احكوا نفس الجمل. Okay. Das ist mein Freund Ahmed. Er ist geschieden. Er kommt aus Ägypten. Er lebt in Hamburg. Er spricht Arabisch, Englisch und Deutsch. Okay, وهلا في شخصين بيعيشوا مع بعض. Okay, بنشوف شو منقول عنهم. Das sind meine Nachbarn. Sie heißen François und Juliette. Sie sind ledig. Sie sind Geschwister. Sie kommen aus Frankreich. Sie leben in München. Sie wohnen in der Zimmergasse 5. Sie sprechen Französisch und ein bisschen Deutsch. Ja, und das ist auch schon alles. شكراً كثير للمتابعة. أنا كتبت النص الحكي تحت الفيديو في الصندوق. ممكن تقرأوا إذا بدكم. شكراً كثير. بس دان. Tschüss.